In diesem Video erkläre ich dir anhand eines erotischen Beispiels die statische kumulative Methode bei der Amortisationsrechnung. Moin moin zusammen, du befasst dich gerade mit der Amortisationsrechnung. Du möchtest wissen, okay, welche Investition nehme ich, A, B, C, D, wie auch immer. Und da bist du jetzt auf die statische kumulative Methode gestoßen. Amortisationsrechnung, ein ausführliches Video dazu. Unten in der Beschreibung ziehst du rein, da erkläre ich alle Verfahren. Hier geht es wirklich nur um die statische kumulative Methode. Und nun kommen wir zuallererst zu dem Punkt kumulative Methode. Kumulieren, summieren, zusammenrechnen, aufeinanderrechnen. Darauf basiert das ganze Prinzip, das wenden wir gleich an. Aber grundsätzlich bei diesem Verfahren basiert unsere Investitionsentscheidung, für was wir uns entscheiden, einfach nur anhand der Jahre. Was heißt das? Also der Zeitpunkt, der frühestmögliche Zeitpunkt, wann sich meine Investition rentiert hat, also ich das Geld zurückhabe, wann diese Null ist. Siehst du jetzt anhand des Beispiels. Ich habe nun A und B. Zwei Varianten kam ein Investitionsguru zu mir, halb bekleidet und hat gesagt, hey, investieren das oder in das. Und nun sage ich, alles klar, ich nehme mein Hirnchen und schaue mir das Ganze an. Minus 500 Euro will er von mir und im ersten Jahr verspricht er mir einen Zahlungsüberschuss, das heißt ZT, der Cashflow, von 100. Dann im zweiten Jahr auch 100, im dritten Jahr 250, im vierten Jahr 75 und im fünften Jahr 225 Euro. Alles klar. Meine Investitionen, wie gesagt, darum heißt es I0, in der Gegenwart sind 500 Euro. Hab Variante B, da auch wieder Gegenwart, will er auch wieder 500 Euro aus meinem Höschen haben. Und ich habe einen Zahlungsüberschuss im ersten Jahr von 150, zweites 100, drittes 200, viertes 125 und fünftes 100. Und nun gehe ich da wie folgt ran. Ich kumuliere das Ganze und sage, okay, wie sieht es hier aus? Hier habe ich noch keinen Zahlungsüberschuss in der Gegenwart, logisch. Im ersten Jahr habe ich 100 Euro gekriegt. Im zweiten wieder 100. Also 100 plus 100 sind 200. Im dritten Jahr habe ich dann 200 vom Vorjahr plus 250 bin ich bei 450. Und im vierten Jahr kriege ich 75, also bin ich bei 525. Und nun kann ich auch theoretisch aufhören. Sobald ich den Investitionsbetrag bei den Zahlungsüberschüssen kumuliert, also zusammengerechnet, übersteige und das eben größer ist, minus 500 plus 525, also hat es übersteigt das Ganze, ne? 500, ich hoffe, du hast es verstanden. Du bist aus der Nullzone rausgekommen, du warst bei minus 500. Und das ist eben hier dein Graph, dein T und dann hier dein Cash. Und nun, hier hast du gestartet und jedes Jahr, in dem Fall 1, 2, 3, 4, jedes Jahr bist du ein bisschen höher gegangen. Ja, und da bist du sozusagen endlich positiv geworden. So kannst du dir das vorstellen. Und darum ist auch hier die Amortisationsdauer 4 Jahre. Also ist gleich 4. Nun kann ich theoretisch schon aufhören, aber ich mache es trotzdem, weil ich einfach Bock drauf habe. 750. Passt. Und nun mache ich das mit dem zweiten. Also wieder anfangs 0, 150, 250, 450. Und dann haben wir hier nochmal 125. Bedeutet 675. Na, wo habe ich es hier überstiegen? Auch wieder im vierten Jahr. Na, ganz toll. So, und nun kann ich zum Schluss noch machen, also 775. Und nun müsste ich die miteinander vergleichen, aber bei meinem Beispiel, ja, haben jetzt beide die gleiche Amortisationsdauer. Und das ist schon das Problem an dieser ganzen Methode, dass wir hier zum einen keine Zinsen berücksichtigen, dazu eben ein anderes Video bei der dynamischen Amortisationsrechnung unten in der Beschreibung. Und nun, naja, welche nehme ich jetzt? Und dann muss ich eben noch gucken, okay, nach 4 Jahren, wo habe ich denn den meisten Wert? Und in dem Fall würde jetzt halt B gewinnen. Oder auch aufs Ganze geguckt, würde auch B gewinnen. Aber wir wollen ja wirklich eigentlich unsere Entscheidung nur auf die Jahre machen. Und wenn du jetzt eine Aufgabe hast, wo jetzt zum Beispiel jetzt halt hier im dritten Jahr wäre und hier im vierten, dann nehme ich natürlich das mit dem dritten Jahr. Weil meine ganze Entscheidung
worauf alles basiert, mein ganzes Leben, basiert darauf, dass ich die kürzeste Zeit habe. Ganz anders als im Bettchen. Also, falls du es jetzt verstanden hast, würde mich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Ein Abo ist nur ein kleiner Klick und unterstützt mich riesig. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Runde. Mach's gut.